Ja, ich bin total dicht, aber ich bin in Form eines fantastischen Videos wieder da. Ich kann momentan einfach den iPod nicht in meiner Hand halten, aber machen Sie sich nichts draus. Ich bin einfach mental ausgebrannt, ich bin ausgearbeitet. Ich arbeite für die Minderheit, ich zahle Steuern und ich bin in Steuerklasse 1, glaube ich, und allein diese Steuern, die mir da schon abgebucht werden von 100 Euro, also muss man sich mal vorstellen, wenn dann 400 Euro verdient, werden einem 100 Euro abgezogen. Also irgendwas läuft hier falsch. Das ist momentan so nicht für mich nachvollziehbar, dass ich die ganzen Assis mit durchziehe. Aber gut. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir möchten jetzt auch themenbezogen dazu kommen. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, wenn ihr mit Doppelklick auf den Home-Bildschirm klickt, dann könnt ihr hier schon Musik abfahren. Ich weiß nicht. Es gibt Leute, die wissen das eventuell noch gar nicht. Ja, ist möglich. Also Doppelklick auf den Home-Bildschirm und dann könnt ihr Musik so unterwegs. Einfach Doppelklick und dann. Ein geiles Lied, oder? Ja gut, das ist aber auch nicht unser Thema. Ich habe eine fantastische Menge an E-Mails und Kommentaren und es hat geknallt, 180 Abonnenten und ich habe gedacht, fantastisch und habe mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank fürs Abonnieren. Und ich habe gedacht, Chris, langsam musst du mal gucken, was brauchst du überhaupt auf deinem iPod Touch. Und wir werden uns heute in diesem Video ein bisschen damit beschäftigen, den Sachen, die mir wichtig sind. Also Sie sehen hier schon auf der ersten Seite meines iPod Touches, also hier, das ist die Suchfunktion. Wichtig. Ihr könnt es updaten, wenn ihr wollt, auf die 3.0-Version. Ihr könnt es auch lassen. Es gibt inzwischen auch schon 3.1 und dann frage ich auch Leute ab und zu, kostet das was von 3 0 auf 3.1 zu abzudaten? Nein, immer nur wenn die Vorderzahl sich ändert. Also wenn Sie zum Beispiel von 3.0 auf 3.1 oder 3.2 updaten, dann kostet das nicht. Aber wenn Sie es von 2.1 auf 3.0 updaten oder 3.1 updaten, also wenn Sie von einer 2er auf eine 3er Version updaten, dann kostet das Geld. So. Ja, dann gibt es dieses fantastische Wetter-App, was Sie wahrscheinlich schon alle kennen. Das ist einfach standardmäßig mit dabei. Ich will jetzt einfach mal vorstellen, gibt von dem Ort, an dem Sie sich gerade befinden, die aktuelle Temperatur und wettervorausschauende Informationen ab. So, das nur mal so an der Stelle. Und jetzt kommen wir auch erstmal zu einer Frage, die mir ein Zuschauer gestellt hat, zum Thema App Store und Kaufen. Wir schalten mal kurz rüber zu YouTube. So, und angelangt bei YouTube, möchte ich mich erstmal bedanken für das Video. Und zwar, mein Lieblings-App, was Geld kostet. Ganz klar, ganz leichte Antwort. Ich bin jemand, der sehr viel bei McDonald's ist und der auch allgemein sehr viel unterwegs ist. Und gerade die iPhone-Leute, die ein iPhone haben, werden sagen, verdammt, T-Mobile drosselt mich immer runter, warum? Ja, weil ihr, wenn ihr WLAN in irgendwelchen Umgebungen habt, ja, ich brauche ja kein WLAN, ich habe hier mein UMTS-Netz, mein 3G-Netz. Ja, geht mal aus dem 3G-Netz raus, wenn ihr irgendwo WLAN habt, weil dann WLAN ist erstens schneller, meistens 6.000, 16.000 habe ich jetzt hier zu Hause. Damit, wenn ihr WLAN habt, dann nutzt bitte die WLAN-Hotspots oder euer WLAN-Netz zu Hause und surft nicht über das UMTS-Netz beziehungsweise das GPRS-Netz. Dann nutzt das bitte, weil sonst drosseln die euch schneller runter, als ihr gucken könnt. Das ist bei T-Mobile so, da wird ganz schnell gedrosselt und dann macht das überhaupt keinen Spaß mehr, gerade die Videos, die man sich anguckt. Naja. Sei dahingestellt. Ihr könnt natürlich auch
Ich glaube, ich habe es in einem Video schon mal vorgestellt. Ihr könnt meine Videos auch auf dem iPod Touch euch reinziehen. Völlig kostenlos. Könnt ihr da nämlich bei der 3.0er Version völlig entspannt euch einloggen und eure Abonnenten euch ansehen und gucken, was die für neue Videos haben. Und so könnt ihr dann auch unterwegs die Chris Live auf eurem iPod Touch bzw. auf eurem iPhone sehen. Also iPhone wahrscheinlich, wenn ihr im Bus sitzt oder in der Bahn. Damit auch einfach mal andere sehen. Das knallt durch die Decke bei ihnen. So, um diese Frage zu beantworten, mein Lieblings-App, da schalten wir wieder rüber zu meinem iPod. Ich sag mal so, fantastische Apps, die wichtigsten Apps habe ich mir jetzt so nach vorne geschoben. Nicht, dass iTunes jetzt für mich in irgendeiner Art und Weise wichtig wäre, aber gibt es immer wieder witzige Podcasts, die kostenlos mitarbeiten. Also für mich ist, wie gesagt, ICQ sehr wichtig. Dann Twitter, da benutze ich Twitterific für. Sehr zu empfehlen. Übersichtlich, glaube ich, habe ich in einem Video schon gezeigt. Und ein kostenpflichtiges App seht ihr hier: Wi-Fi-Track. Fantastisches App, finde ich sehr genial. Können wir uns auch mal angucken. So, jetzt ist es auch da. Ist alles ein bisschen zeitverzögert hier. Da werden einfach die Netzwerke schön aufgelistet angezeigt. Gerade wenn ihr so in der Stadt seid, gerade so schönes Beispiel, ich war letztens schon ein paar Monate her, da war ich noch Schüler einer ganz normalen Schule. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren, direkt in die Innenstadt zum Winterhuder Marktplatz. Und für alle, die Hamburg, Winterhuder Marktplatz mal sind, guckt mal dabei bei Radio Energy. Da ist ein Netzwerk frei, nur jetzt mal als blödes Beispiel, wo ihr euch for free einloggen könnt, weil es gibt echt noch so Honks, die ihr WLAN freilassen. Und das Geniale ist, wenn das WLAN frei ist, dann seht ihr so einen grünen Punkt statt dieses Schloss jetzt hier, ne? So. Und dann braucht ihr einfach draufklicken und dann loggt er sich ein. Also der zeigt euch hier Wi-Fi-Netzwerk an. Und ihr könnt hier in den Einstellungen das auch alles noch einstellen. Ich weiß, es gibt ja so viele verschiedene. Ihr könnt dann hier auch automatisch Scan einstellen. Ist übertrieben alle 2 Sekunden, aber dann könnt ihr sagen, er soll euch nur Netzwerke anzeigen, Stabilität haben. Könnt ihr alles einstellen. So, und hier unten könnt ihr dann halt auch automatisch verbinden. Nein, ja. Da könnt ihr auch sagen, ja, öffne Safari, öffne Mail, etc. Es geht halt nur, wenn er halt ein offenes Netzwerk findet, dass er euch da gleich einloggt. Ne? Darum geht es ganz einfach. So, jetzt ist hier ein bisschen ausgegangen, aber ist kein Ding. So, ja, ich habe hier ein ganz, ganz verfickt. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich habe hier ein etwas schwieriges Mikro, was schon ein bisschen aggro geworden ist und wovon ich auch immer ein bisschen aggro werde und deswegen entschuldige das einfach so ein bisschen. Dass das so zwischendurch so ein bisschen knackt und sonst was von sich gibt. Ich habe dieses Mikro auch eben auf meinem Kopfkissen. Sie müssen sich vorstellen, ich liege hier gerade auf meinem Schlafsofa völlig entspannt. Ich meine, es ist ja auch 21:18 Uhr und ich muss auch morgen wieder zur Berufsschule. Dann darf ich aber sagen, ich habe Donnerstag frei. Das heißt, ich werde völlig entspannt mir die Hucke voll saufen und am Freitag wieder arbeiten gehen. Also ich bin immer Freitag, Samstag, Sonntag viel am Arbeiten. Und Donnerstag macht man dann vorher einen drauf, damit man vorher was getrunken hat, bevor man wieder zu seinem Arbeitgeber zurückkehrt, ne? Selbstverständlich, kleiner Spaß. Weißt ja nie, was die Arbeitgeber so googeln. Nachher finden sie dich noch und denken, oh, was ist das denn da für ein Assi? Was macht der denn? So, muss man aufpassen. So, also, Wi-Fi-Track ist mein Lieblings-App. Ich glaube, es kostet auch nur 79 Cent. Also damals, wo ich es gekauft habe, hat es 79 Cent gekostet. Ist nichts, finde ich, ne? Hier gibt es dann noch so Apps wie Hotspot. Habe ich jetzt noch nicht wirklich testen können, weil ich jetzt ganz selten in Hotspots bin. Ich glaube, es ist sehr interessant, wenn man bei Macs ist. Weil es ist bei mir oftmals so, dass wenn ich mich bei Macs einlogge, dass dann so eine Fehlermeldung kommt.
in Form, dass wenn ich hier auf den Safari-Browser gehe, dann kommt ja eigentlich die Leute, die bei Macs sind, die kennen das, dann kommt ja eigentlich immer Folgendes runter. Diese Anmeldeseite habe ich auch in dem Video gezeigt. Aber bei mir kommt manchmal einfach diese Favoriten so runtergeschossen oder hochgeschossen. Finde ich nicht sehr schön. Aber naja, gut, da ist dahingestellt. Das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bedanke mich bei 180 Abonnenten. Wir sehen uns demnächst wieder. Vielen Dank. Euer Chris. Bis dann. Tschüss.